Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten kleinen Vlog. Bezeichne ich jetzt einfach mal, wie ich es ja angekündigt habe, auch in meinem Minecraft Let's Play und im letzten FAQ, werde ich das jetzt jedes Wochenende bringen. Dazu könnt ihr mir gerne auch Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Dieses Thema habe ich mir jetzt erstmal selber ausgedacht. Und wie ihr es in der Überschrift lesen könnt, geht es heute um Sub4Sub. Ja, übrigens an die ganzen kleinen Kiddies oder was weiß ich welche, die jetzt Sub4Sub betreiben und zufällig hier drauf gekommen sind, weil sie Sub4Sub in der YouTube-Suche eingegeben haben. Ihr könnt euch gleich mal wieder wegscheren oder ihr guckt es eben an und ändert vielleicht auch eure Meinung, wer weiß. Ja, ich betreibe auf keinen Fall Sub4Sub, das soll nur mal so gesagt sein. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir ein kleines Konzept ausgearbeitet. Und zwar werde ich erstmal Sub4Sub überhaupt, also den Begriff überhaupt mal definieren. Dann werde ich Vorteile und Nachteile mal so ein bisschen gegenüberstellen. Ein Beispiel bringen, meine eigene Meinung sagen und euch am Ende noch eine schöne kleine Frage stellen, die ihr natürlich auch in den Kommentaren beantworten könnt, wenn ihr wollt. So, dann kommen wir mal zur Definition von Sub4Sub. Und zwar sagt es ja eigentlich der Name schon, Subscription for Subscription. Also Abo für Abo. Das heißt, man abonniert jemanden, schreibt in seinen Kanalchat irgendwie I sub you, sub back please oder was weiß ich da. Ich habe da jetzt auch keine Ahnung, ich habe das nur mal ein paar Mal gesehen. Bei mir im Kanal stand es auch selber schon drin. Ich beachte sowas nicht, auch wenn ich PNs kriege wegen Sub4Sub und so Zeug, beachte ich natürlich auch nicht. Auf jeden Fall abonniert man denjenigen, schreibt das im Kanal und der abonniert einen dann wahrscheinlich zurück. Nicht auf jeden Fall, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er einen dann zurück abonniert. Wenn er natürlich auch Sub4Sub betreibt. Oder wenn er so ein kleines Kind ist, so ein 10-jähriger Junge, der Minecraft Let's Plays macht und ganz, ganz viele Abonnenten haben will. Gut. Das ist eigentlich so die Definition für ein Sub4Sub, Abo für Abo. Sagt das Wort ja eigentlich schon. Dann komme ich eigentlich auch schon zum ersten bzw. zweiten Punkt. Angebliche Vorteile, beziehungsweise auch Vorteile, die Sinn ergeben oder logisch sind. Die Vorteile habe ich wirklich zum Teil auch selber erarbeitet. Und zwar, indem ich mal einfach drüber nachgedacht habe, was könnte Sub4Sub überhaupt bringen. Und ich habe natürlich auch Argumente für Sub4Sub aus sämtlichen Chats oder Videos gesehen, die ich jetzt einfach mit hier einbringen werde. Das erste Argument für Sub4Sub, was ich natürlich jetzt persönlich jetzt nicht unbedingt vertrete, aber das werdet ihr nachher immer noch sehen, wie ich das dann meine. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, 20.000 Abonnenten durch Sub4Sub hat, ein Video, wo eben Sub4Sub Center dasteht oder so, und dann wirklich ernsthaft Videos hochlädt, zum Beispiel anfängt Let's Plays zu machen, hat man angeblich mehrere potenzielle Viewer. Also man bekommt mehr Klicks. Das klingt für mich auch logisch und es mag ja auch so sein. Na, das erste Argument. Und ich werde das auch gleich mal entgegenstellen zu einem anderen Argument, was ich jetzt eher so vertrete. Und zwar glaube ich eher, dass die Videos untergehen, weil wenn man jemanden abonniert hat, der auch Sub4Sub betreibt, dann selber 1000 Leute abonniert hat und jeder von den 1000 Leuten, da bringt vielleicht jeder zweite in der Woche 2 bis 3 Videos aus. Da sind das so viele Videos, dass die dann alle untergehen, keiner klickt mehr drauf und ich mit meinen 50 Abos bekomme schon ziemlich viele Videos so am Tag in meine Abo-Box rein, also na gut, ich gucke da auch nicht jedes an, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall denke ich, dass die Videos dann so ein bisschen untergehen und dass die Views natürlich kommen, aber das ist wirklich keine, ich sage jetzt einfach mal, Fans sind von deinen Videos. Leute, die deine Videos wirklich gucken, weil sie dich mögen. Das sind einfach nur Leute, die deine Videos gucken, weil sie dich abonniert haben und weil sie eben ein Abo von dir zurückgekriegt haben. Na gut, das ist ja jedem seine Sache. Ich glaube auch, die Sub4Sub betreiben, die machen das auch nicht aus Spaß. Also hier Sub4Sub schon irgendwie, weil sie so viele Abos kriegen. Haha, voll lustig. Nee, ich denke, die machen das einfach, also dann die Videos machen die dann einfach, dass sie mehr Klicks kriegen, weil sie eben irgendwie total klickgeil sind oder was weiß ich. Auf jeden Fall, da wären wir mit dem mehr Abonnenten auch schon beim nächsten Argument. Jedenfalls zusammengefasst ist das mit den potenziellen Klicks natürlich ein Argument, das aber leicht widerlegbar ist. Dann hat man angeblich mit mehr Abonnenten, und das ist natürlich auch völlig logisch, eine größere Chance auf eine YouTube-Partnerschaft.
Eine YouTube-Partnerschaft, sollte man eigentlich wissen, was das ist. Das heißt, man verdient durch YouTube Geld. Da werden wir auch schon wieder, um mal auf das Argument mit den Klicks nochmal zurückzukommen, durch mehr Klicks bekommt man natürlich mehr Geld. Das heißt, die Leute, die Sub für Sub machen, die können damit auch durchaus eine ganze Menge Geld verdienen. Hier zum Beispiel, ich habe hier einen Kanal gerade offen, Moment bitte. Er hat knapp 40.600 Abonnenten und 1,7 Millionen Klicks. Die Zahl hat sich gerade auch schon wieder um knapp 1000 gesteigert irgendwie in den letzten 2 Minuten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er verdient damit sicher Geld, er ist auch Partner, das kann man daran feststellen, dass man hier seinen Kanal in der Front anklicken kann. Sein Name heißt Carlos619Moor, den könnt ihr bei mir aus Serie suchen, ich werde keinen Link in die Beschreibung stellen, ist ja wohl klar. Auf jeden Fall, er betreibt Sub für Sub, hat mehrere 10.000, 100.000 Millionen Klicks und verdient sein Geld damit. Gute Variante, oder? Allerdings finde ich das irgendwie so ein bisschen sinnlos. Wenn ich Geld verdienen will, dann mache ich eine gescheite Ausbildung und gehe arbeiten und mache kein Sub für Sub. Meine Güte, das scheint wohl jetzt ein bisschen hergeholt mit den Arbeiten, aber es ist nun mal leider so. Ich meine, unglaublich viel Geld wird er mit seinen 1,17 Millionen Klicks auch nicht verdienen. Wenn man sieht, dass Raven Johnson über 1 Milliarde Klicks hat oder so. Aber gut, er verdient auch 3 Millionen mehr. Das war jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich. Na gut, egal. Ich lasse das mit dem Argument mal liegen. Das ist durchaus ein Argument dafür, das auch wirklich vertretbar ist, aber mich überzeugt es nicht, mich würde es auch nicht überzeugen, Sub für Sub zu betreiben. Nein. Dann ein weiteres Argument dafür ist die Steigerung des Selbstwertgefühls, das habe ich ja so ein bisschen in einem Video gesehen, was eher Sub für Sub ein bisschen niedermacht. Gut. Wenn das wirklich so ist, ich finde, das Selbstwertgefühl wird mehr gesteigert, wenn man Videos macht, die einem auch Spaß machen und die dann Klicks bekommen. Ich glaube, dadurch wird das Selbstwertgefühl mehr gesteigert. Ja, glaub schon. Und nicht durch irgendwie 40.000 Abonnenten, die deine Videos nicht gucken. Naja, was war's. So, dann eher mal zu den Nachteilen. Da gibt es auch die ein oder anderen, logischerweise. Sonst würde ich ja Sub für Sub auch nicht schlecht finden. Und zwar, das Thema habe ich aber, glaube ich, schon oft genug angesprochen, hat man viele, viele tote Abonnenten, die quasi die Videos nicht angucken. Das Thema habe ich aber schon ausgeführt, deswegen werde ich darauf auch nicht mehr eher eingehen. Gut. Dann hätten wir eher ein Gegenargument zur Steigerung des Selbstwertgefühls, und zwar wenig Ansehen auf YouTube. Man wird im Prinzip ja, wenn man Sub für Sub in einen Kanalchat zum Beispiel von Gronkh schreibt, so ein bisschen niedergemacht. Und das ist natürlich auch völlig verständlich. Ich meine, ich finde Sub für Sub nicht gut und ich würde da auch niemanden niedermachen jetzt irgendwie, aber man wird eben gehatet, sagen wir es mal so. Vielleicht. Es sei denn, der Hater macht selber Sub für Sub. Das ist natürlich dann schlecht. Naja, um das Ganze zum Ende nochmal zusammenzufassen, und zwar rein aus dem Standpunkt der Argumente her gesehen, das waren jetzt 3 Argumente dafür und 3 dagegen. Im Prinzip lohnt sich Sub für Sub wirklich. Ja, es lohnt sich. Man kann damit durchaus viel Geld verdienen. Nicht sehr viel, aber man kann damit durchaus Geld verdienen. Und das ist ja bestimmt auch das Ziel der Sub für Sub Leute, dass sie immer mehr Abos, immer mehr Klicks bekommen und dadurch auch immer mehr Geld. Im Prinzip, am Ende gesehen, lohnt es sich. Allerdings finde ich es ein bisschen fragwürdig, so für einen selber auch. Man bekommt Geld dafür, dass man nichts macht. Ich meine, das ist toll, aber da fühlt man sich doch irgendwie schon scheiße. Und so viel Geld ist es ja auch nicht, dass man jetzt sagen kann, ich verdiene 3 Millionen im Jahr wie William Johnson und ich kann, scheißegal was die Leute mir sagen, ich habe mein Geld und damit habe ich mein Leben schön. Ja, toll, gut. Wenn man so weit kommt mit Sub für Sub, dann ist das auch von mir aus ganz okay. Naja, aber mit 40.000 Abonnenten, wie zum Beispiel dieser Carlos619Moor, kann man nicht unbedingt davon leben, von YouTube. Naja. Deswegen auch meine eigene Meinung zusammengefasst. Ich bin generell gegen Sub für Sub. Erstens, weil ich meine Videos aus Spaß mache und es selber nicht verstehen kann, dass man Sub für Sub macht und dann einfach mal irgendwie blind Videos hochlädt und eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Das ist für mich nicht gut und naja. Meine eigene Meinung ist einfach, Sub für Sub ist schlecht. Es hat allerdings durchaus Vorteile.
Und dann kommen wir auch schon zur Frage, die ich an euch stellen will. Was bringt Sub4Sub eurer Meinung nach? Es gibt ja durchaus Vorteile. Habt ihr vielleicht noch weitere Vorteile? Oder habt ihr irgendwelche Nachteile, die meine Meinung und vielleicht auch eure Meinung noch mehr verstärken? Ich meine, ich habe das ja jetzt eher unter einem neutralen Gesichtspunkt geschildert, das Thema. Ja, mich würde einfach mal interessieren, was haltet ihr davon? Habt ihr noch weitere Vorteile? Habt ihr noch weitere Nachteile? Betreibt ihr vielleicht selber Sub4Sub? Warum macht ihr das? Und so weiter und so fort. Würde mich mal interessieren. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war jetzt ein bisschen ungeplant, deswegen auch vielleicht ein bisschen durcheinander. Naja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Der nächste Vlog kommt am nächsten Samstag. Der wird dann auch ein bisschen geplanter und geordneter sein. Falls ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao!